Jo, servus Leute, willkommen zurück zu FIFA 17 Karrieremodus mit der Eintracht Frankfurt und mir, dem Realness. Und wir gehen heute in die vorletzte Folge von der Saison, wo Ligaspiele stattfinden, würde ich sagen. Denn wir spielen heute gegen Mainz und gegen Hoffenheim, sprich gegen den 5. und gegen den 6. aus der Tabelle. Bayern hat, glaube ich, Schalke vor sich. Und danach, glaube ich, Gladbach oder Hoffenheim, irgendein von den beiden. Oder Mainz, wer weiß es. Jedenfalls, was Dortmund hat, weiß ich nicht, habe ich nicht geguckt. Jedenfalls könnte es durchaus passieren, dass Dortmund das einfachste Programm hat am Ende. Wir haben jetzt genau noch die vier Gegner vor uns und Bayern ist auch so ein bisschen so ähnlich. Bin ja mal gespannt, was die gegen Schalke so machen oder was Schalke gegen die tut, eher gesagt. Weil wenn die verlieren sollten, könnten die durchaus in der Relegation landen. Ich glaube, das wollen die verhindern mit dem Kader. Ich meine, der ist gut genug. Haben gegen uns ja auch unentschieden gespielt. Ich meine, so schlecht kann der gar nicht sein. Auf jeden Fall gehen wir jetzt erstmal in unsere Ausstellung rein und dann gucken wir, was so gegen Hoffenheim geht. Spieltag Nummer 31. Es geht nach Hoffenheim, nach Sinsheim oder was auch immer. Ist mir relativ egal. Wir spielen gegen den Tabellenfünften und das ist eine harte Aufgabe. Aber gute... Ja, was soll ich dazu sagen? Ich meine, wir sind auswärts besser, das ist schon mal positiv für uns, als zu Hause. Ich persönlich habe da kein Problem mit, aber es ist einfach so. Und wir spielen noch zweimal auswärts und zweimal zu Hause, logischerweise. Das Problem an der ganzen Sache ist, wir könnten, wenn wir alles richtig machen und die Spiele davor gut abschneiden und Bayern rein zufällig schwächelt, wichtigstes Spiel wird dann wahrscheinlich gegen den BVB stattfinden, die ja auch noch überraschenderweise mit am Start sind, mit 4 Punkten Rückstand, da ist noch alles möglich. Und wir spielen ja noch gegen die und deswegen wird das wahrscheinlich das wichtigste Spiel werden. Wenn das bis dahin noch nicht entschieden ist, letzter Spieltag gegen den Meister, der dann nicht mehr Meister sein wird, das ist glaube ich schon so gut wie sicher. Und ich möchte auch keine Zeit verlieren, deswegen gehen wir jetzt einfach ins Spiel. Wir von rechts nach links in Schwarz und Weiß. Und gegen Hoffenheim, ja, 3-0 zu Hause. Zweiter Spieltag, kann ich mich gut daran erinnern. Doppelpack Hector. Mal gucken. Im Hintergrund ist Giordino. Stendera war gut, die Idee, aber... Seferovic kriegt keinen Druck hinter den Ball und das hätte es sein müssen eigentlich. Auf Stendera, der spielt auf Seferovic. Unten ist Gray. Kaderabek verschätzt sich. Flanke kommt gut. Seferovic drüber. Klostermann setzt sich im Kopfballduell durch. Kein Abseits von Otschipka. Oben ist Stendera, der ist komplett alleine und da ist Konaté. Doppelpass Stendera und Seferovic. Stendera nimmt Konaté mit. Konaté mit der Flanke Richtung Stendera. Der Tor verschätzt sich. Seferovic ist da. 1-0 Frankfurt. Wichtig. Und da gibt der Seferovic immer Herzen mit. Sein 8. Saisontor in dieser Saison. Und da verschätzt sich Baumann. Kommt zu früh raus. Und dann ist das Tor leer. Und Seferovic muss eigentlich nur noch einschieben. Macht er und wir führen 1-0 und das ist absolut verdient. Denn von Hoffenheim kam nichts bis dato. 1-0 SGE und das ist absolut verdient, wie schon gesagt. Hübner Sandro ist noch dabei, obwohl er anscheinend in 14... Ja, 1-0 und wie schon gesagt, das ist absolut verdient. Frankfurt war die deutlich bessere Mannschaft, von Hoffenheim kam nichts. Und anscheinend hat sich Sandro doch nicht verletzt. Habe ich ja, glaube ich, gerade eben ganz kurz versucht zu sagen. Und dann kam der Halbzeit 5. Gut, 1-0 Führung. Damit kann man in die Pause gehen, würde ich sagen. Und Gray verspielt. Stark von Giordino. Abgeblockt. Und Stendera mit dem Kopf, aber kommt nicht am Baumann vorbei. Verbitsch. Auf Stendera, der spielt auf Fabian, auf Konaté, Ezeti, 2-0, er stand nicht im Abseits. Wichtiges Ding von Anderson Ezeti.
Das war schon längst überfällig, dass es hier 2-0 steht. Das 2-0 war schon längst überfällig. Und nach ungefähr 81 Minuten oder 83 Minuten steht es dann 2-0 für Frankfurt. Und das ist absolut verdient. Von Hoffenheim kommt nichts. Rein gar nichts. Sie spielen echt ein schlechtes Spiel und das muss man eigentlich ausnutzen. Erste Saisontor von Ezeti, meine ich natürlich, nicht das 1-0. Und wir führen nach 84 Minuten mit 2-0. Hätte höher sein müssen. Rudi nimmt den sofort und der ist knapp am Tor vorbei. Rupp, Vallejo, Scher. Oh, und Radetzky ist da. Oh, und mit viel Glück bleibt es hier beim 2-0 und wir bleiben ohne Gegentor, obwohl jetzt der Ball eventuell reingegangen wäre. Ist mir relativ egal, dass der Schiri das abgepfiffen hat. Hoffenheim wird sich bestimmt darüber ärgern, aber wir gewinnen 2-0 und das ist eigentlich zu wenig. Aber wir haben gewonnen, das ist die Hauptsache und das heißt, wir bleiben erstmal Tabellenführer, egal was Bayern macht. Und er ist der 2-0-Schütze, hat heute auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. So, in der Tabelle. Bayern hat leider gewonnen. Haben auch wirklich alle gespielt? Ne, nicht ganz. Wir simulieren einfach mal ein bisschen weiter vor. Gucken wir erstmal die Nachrichten durch. Moment. Ich weiß meine Rolle in diesem Verein zu schätzen und ich werde weiterhin versuchen, immer das Beste zu geben. Danke, dass sie mich so oft einsetzen. Kein Problem. Du bist echt eine wichtige Personalie bei uns. Dann haben wir mal so ein paar Leute gescoutet, die ich recht interessant finde. Habe ich ihn auch drin? Ja, habe ich drin. Ich fand irgendwie diese Gesamt von den Werten ja so und da wollte ich mal reingucken. Also ihn hier. Ich glaube zumindest, dass es die waren. Das sind alles die ganzen jungen Talente, die ich mir so angeguckt habe. Ja, ist okay, man kann die beobachten, aber ich denke erstmal, das reicht. Ich glaube, das sind doch wirklich die gewesen, die ich hier beobachtet habe. Oder wer ist Lukas Mendes? Ah, okay, was anderes. Das ist ein Torwart, den ich gescoutet haben wollte. So, dann machen wir nochmal Training. Was hat Dortmund gemacht? Die haben auch gewonnen. Das ist natürlich nicht gerade gut für uns. 2-1, schade. Warum denn nicht noch... Na, warum nicht 2-2? Dortmund hat... Ne, Moment, das ist falsch. Gehen einfach mal nach oben. Möchte wissen, was Dortmund gemacht hat. Die haben 2-1 gegen Stuttgart gewonnen. Dortmund spielt als nächstes gegen Hoffenheim. Das ist nicht gerade einfach. Und danach kommen sie zu uns. Währenddessen Bayern erstmal gegen Gladbach spielen muss. Und danach gegen Hoffenheim und dann gegen Mainz. Also, ja, wenn wir Glück haben, kann unser Rivale da ein bisschen den Bayern mal so den Titel wegschnappen. Wäre geil. Und uns irgendwie so ein bisschen helfen. Aber gut, wir trainieren erstmal eine Runde. Ich denke mal, das bleibt erstmal so. Weil unser Asenjo muss sich erstmal verbessern. Und zwar deutlich. Der Junge hat echt viel Potenzial. Ist schon bei einer 64. Wird wahrscheinlich nächste Saison bei uns in der ersten Mannschaft spielen. Wie schon gesagt, da werde ich den Jungen auf jeden Fall auch trainieren, weil der ist unser zukünftiger Nachwuchs, unser zukünftiger potenzieller Topspieler. So, den habe ich ja durch den Katalog da bekommen. Also dann haben wir noch die ganzen Jugendmannschaftsberichte. Dann haben wir hier so ein paar Scouting-Berichte aus Italien, würde ich sagen. Ja, ja, doch. Er zum Beispiel, Rechtsverteidiger. Dann haben wir ihn und ihn. Der ist interessant. 67 mit 19. Ist nicht schlecht. Aber ich denke mal, da brauchen wir erstmal keinen. Auch wenn Innenverteidiger jetzt nicht die Position ist, die wir, ne, ihr wisst schon, was ich meine. Wo ich die ganze Zeit rummecker, dass das nicht gut aus, dass das nicht gut bei uns ist. Venuti, wer ist er? Ah, okay. Und ich habe Axel Werner habe ich gescoutet, das ist ein Torwart. Halbdeutscher. Hat Argentinier mit halbdeutschen Wurzeln oder so, wie auch immer man das nennt. Wir spielen jetzt gegen Mainz und logischerweise müssen wir das gewinnen, weil es ein Derby ist. Spiel das Ausgru jetzt. Mascarell ist zum wichtigen Zeitpunkt wieder da. Das ist super. Das ist genau das, was ich gehofft habe. Marco Maric, Sven Lipken, das sind alles die Spieler aus Deutschland teilweise. Bin ja mal gespannt, was jetzt unser Scout zu den zum Pizarro Region sagt. Ich würde sagen, wir motivieren uns noch einmal. So, Kirchhoff, der hat eine 60.
ihn scout ich noch. Himmelmann mit einer 61, Mark Lenz mit einer 57, Sven Dittgen hat eine 53. Ich denke mal, ja, okay, habe ich nicht mehr Liste, alles gut. 62. Oh, der Junge ist beweglich. Ich mag es ja persönlich so, schon bewegliche Spieler zu haben. Weil die sind echt nice zu spielen, finde ich. Ist mir mal so aufgefallen, glaube ich. Marisch hat eine 69. Gül würde mich interessieren. Und halt die anderen, die ich hier noch drin habe. Auf jeden Fall waren ganz oben noch andere Spieler, und zwar aus Frankreich. 79 mit 26 ist nicht schlecht. 92 Stärke, Reaktion 81. Sprintgeschwindigkeit ist okay. Die Ausdauer ist auch okay. Aggressivität könnte ein bisschen besser sein, aber ich denke, Alter, die Werte sind krass. Die Technikwerte sind echt heftig. Mit 80 Präzision, also freches Präzision, mit 83 Gefehl. Ist nicht schlecht, aber ich glaube irgendwie, dass der zentral irgendwie, weiß nicht, der wäre für mich irgendwie eher so ein ZOM. Ja. Ja, okay, abgesehen von der Stärke jetzt, das ist so, das macht er schon gut. Also er ist schon irgendwie ein bisschen woanders besser, glaube ich. 72, alles klar. Ja gut, ich habe mal so ein bisschen gescoutet, ich werde wahrscheinlich noch weiter scouten oder so. Bayern hat gewonnen. Dortmund hat nur unentschieden gespielt gegen, nee, gar nicht mehr, hat auch gewonnen. Ich laber scheiße. Bayern hat gegen Schalke dann, nee, Moment, nicht gegen Schalke, gegen Gladbach gewonnen dann. Mit 2-0. Das heißt, wir stehen unter Zugzwang. Wir müssen auch gewinnen. Und ich mache jetzt die Ausstellung und dann sehen wir uns gleich im Spiel wieder. Spieltag Nummer 32 und wir sehen uns hier im Derby wieder. Und zwar gegen den ersten FSV Mainz 05. Oder ich lasse einfach das erste weg und nenne hier einfach nur FSV Mainz 05, weil das reicht eigentlich auch. Und wir müssen gewinnen, um Erster zu werden. Zumindest um Erster zu bleiben, weil wir ja vorher Erster waren. Denn Bayern hat gewonnen und Dortmund hat auch gewonnen und das ist schlecht für uns, denn wir stehen unter Druck. Ich würde lieber eher vorher spielen, bevor die Bayern oder die Dortmunder gespielt haben, damit ich dann weniger unter Druck stehe. Jedenfalls müssen wir das Derby gewinnen, egal was Sache ist. Es geht um Titel. Hier sehen wir die Tabelle. Mainz ist abgerutscht auf Platz 8, waren ja mal noch vor Beginn der Folge noch 6. Oh, ich habe irgendwie das dumme Gefühl, dass Bayern nicht mehr patzen wird. Oh, das wird eine harte Aufgabe. Jedenfalls, im Vergleich zum letzten Spiel haben wir nicht umgestellt. Ich glaube, es ist alles gleich geblieben. Und wir gehen einfach ins Spiel. Wir von links nach rechts. Zu Hause ist es bekanntlich am schönsten für uns irgendwie nicht so. Zumindest in dieser Saison nicht. Da sind wir ein bisschen schlechter als auswärts. Konaté. Rutschipka, Seferovic, Lössl ist da. Riesenmöglichkeit nach 6 Minuten für die Frankfurter. Erinnert mich ein bisschen an das Spiel gegen Inter, das war ja so ähnlich. Diese Chance von Seferovic, glaube ich. Da hat Handanovic den mit einer Hand gehalten. Brosinski, Doppelpass mit Stanciu. Flanke kommt. Oh, die war knapp. Das war eigentlich eine wahrscheinlich war es eine Flanke, aber im Endeffekt war es ein Torschuss. Radetzky ist da. Und wieder Seferovic, aber Lössl ist da und pariert mal wieder. Und das war die erste Hälfte. 0-0. Mit dem Vorteil der Frankfurter, die haben mehr gemacht als die Mainzer. Aber es ist halt nur 0-0 und das ist halt immer noch gefährlich. Ein 0-0 würde uns, glaube ich, sogar reichen für den ersten Platz, glaube ich. Weil wir nur einen Punkt hinter Bayern sind. Und die bessere Tordifferenz haben. Also, so ganz dumm ist das nicht, aber wir sollten schon gewinnen. Spielt raus auf Otschipka, der hinterläuft ihn. In der Mitte ist Stendera und Lössl wurde da überrascht, aber der Ball ist nicht drin. Gaudino. Gray. Konaté. Klostermann am Tor vorbei. Jetzt vielleicht Stendera. Oben raus auf Konaté. Konaté zum zweiten. 1-0 Frankfurt. 71 Minuten hat es gedauert. Die Frankfurter gehen in Führung. Wow.
wichtiges Tor und das muss man schon fast erzwingen. Da musste man schon die Kugel reintragen. Löste ist endlich geschlagen und das war erst im zweiten Versuch so. Denn zuerst hat Konate jemanden angeschossen. Konate hat jemanden angeschossen zum ersten Mal und dann, also beim ersten Versuch und dann beim zweiten Versuch ist er drin. Zweites Saisontor von Konate. Oh, das war schlecht. Die Vormittag kriegen den Ball nicht mehr raus. Da ist Rodriguez. Radetzky ist da. Wichtig. Unten läuft Gray. Das war stark gespielt von den Frankfurtern. In der Mitte ist Konate. Gray versucht es alleine. Gray schießt Konate an. Und Šipka mit einem Selbstverzieher. Noch ein Angriff. Gray. Flanke, da ist Konate drüber. Und das war's. Frankfurt gewinnt gegen den FSV Mainz 05 und ist damit wieder Erster. So, das waren dann auch die Spiele für diese Folge. Dortmund hat noch eine minimale Chance, um Meister zu werden. Denn die müssten jetzt alle Spiele gewinnen am besten. Problem an der Sache ist nur, wir spielen jetzt im nächsten Spiel gegen die und wenn wir das gewinnen sollten, dann können wir schon sagen, wir sind vor Dortmund diese Saison, was wir letzte Saison ja auch schon waren, aber das Ganze ist halt, ja, Heller ist frustriert wegen seinen Einsatzzeiten. Das Problem ist jetzt aber, ich kann ihn jetzt nicht einsetzen, denn wichtiges Spiel, ich spiele mit der Elf, die auch gewinnt. Wolfsburg ist Fünfter, das ist überraschend. Und Schalke verliert, aber Ingolstadt verliert halt auch und ich glaube mittlerweile kann man schon, naja, kann man noch nicht, obwohl doch, weil die Tordifferenz so scheiße ist. Augsburg müsste abgestiegen sein, denn die könnten zwar noch 16. werden, wenn sie die Tordifferenz sich hätten mit minus 30. Sie müssten jetzt in den nächsten zwei Spielen dann, keine Ahnung, am besten jeweils 2x3-0 gewinnen und Ingolstadt sollte dann am besten 2x3-0 verlieren oder so. Moment, 6. Kommt nicht ganz hin, aber wohl doch, weil die Tore, die Augsburg geschossen haben, mehr sind als die Ingolstadt geschossen hat. Das ist eine komplizierte Angelegenheit. Auf jeden Fall ist das entschieden, glaube ich. Da wird nicht mehr viel passieren. Das Einzige, was passieren könnte, wäre, dass Ingolstadt nicht 16. wird, sondern Schalke oder Köln. Ich glaube, Stuttgart ist da weg. Die sind sicher. Wolfsburg ist 5. mittlerweile. Das ist überraschend. Da oben geht es halt auch noch so schön um irgendwas. Also um die Europa League Plätze. Leverkusen ist in der Mitte von gar nichts. Das sind 9 Punkte nach hinten und 10 Punkte nach vorne. Also ich denke, die werden definitiv auf Platz 4 landen. Das ist egal, was da passiert. Und ja, Dortmund, Bayern oder Frankfurt. Wer wird Meister? Das ist eine gute Frage. Es sieht derzeit nach Frankfurt aus und das könnte im nächsten Spiel alles ändern, weil wir spielen gegen Frankfurt, ja genau, wir spielen gegen uns selber, nein, wir spielen gegen Dortmund und gegen Leverkusen, das wird schwer. Aber ich bin zuversichtlich, Dortmund hat nämlich im Hinspiel 2-0 verloren, wenn ich richtig liege, und Leverkusen hat auch 2-0 verloren, glaube ich. Ja, naja doch, genau so, nur... dass wir zuerst gegen Frankfurt und zuerst gegen Leverkusen und dann gegen Frankfurt gespielt haben. Nein, Moment. Zuerst gegen Leverkusen und dann gegen BVB gespielt haben. What the fuck, bin ich verwirrt. Egal. Ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt ja die Folgen sowieso nachsehen. Auf jeden Fall. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Moment, wir müssen noch nach vorne simulieren. Ich bin echt verpeilt jetzt gerade. Ich bin komplett raus. Oh Mann, ich bin so... ist so spannend, ey. Richter verbessert sich auf eine 58 und Asensio verbessert sich auf eine 65. Damit ist er genauso... stark wie Bunyaki. Das ist stark. Wir simulieren nach vorne. Kriegen 8 Nachrichten. Gehen aber darauf ein wahrscheinlich. Ganzen Scout-Berichte von Spielern. Ich habe mich echt gefragt, warum ich ihn nicht geholt habe. Ablöse frei. Das ist bitter. 80. Ja gut. Da sind schon ein paar dabei, die echt interessant gewesen wären. Er ist talentiert. Potenzielles Fuck. So, dann gehen wir weiter unten. Er müsste schnell sein, glaube ich. So halb. Wer war er hier? Ah, okay. So, Pressekonferenz gegen den BVB. Ich würde sagen, wir motivieren uns einfach mal wieder.
Ich hoffe, ich habe jetzt die richtige Mannschaft motiviert. Ja, habe ich. Alles klar. Jedenfalls, ich bin da raus. Mach's gut. Haut rein und verpasst die nächste Folge nicht, denn dann wird alles entschieden. Ciao.